Hallihallo, meine werte Zuschauerschaft, und herzlich willkommen zum Video zum Mario & Rabbids Tower of Doom DLC. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da. Und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Mario & Rabbids Sparks of Hope. Ja, beim letzten Mal haben wir die Hauptstory abgeschlossen, haben Misera in seinen überdimensionalen Hintern getreten. Ja, und heute ist das DLC endlich dran. The Tower of Doom. Mit einem ewig langen Doom. Ja, dieses DLC wollten wir heute anspielen. Ich weiß nicht, wie viele Parts es werden. Ich schätze immer noch ein bis zwei Parts. Ich würde sagen, let's go. Da steht auch, es wird empfohlen, nochmal das Hauptspiel vorher gespielt zu haben. Das haben wir ja. Oh, guckt mal, der Ladescreen ist hier ein bisschen anders. Das konntet ihr nicht sehen, weil mein Avatar drüber war. Das Schicksal kann einem grausam mitspielen. Selbst jenen, die in die Zukunft blicken, ja. Vielleicht gerade denen. Doch wie hätte okay. Ich, Madame Boistrella, ahnen können, dass mein Denkmal zu seiner Lobpreisung der Turm der Verlorenen zu einem Grab werden wird. Also das, wie sie das R ausspricht, ne, das könnte ich nicht. Doch war mir das Schicksal wohl nicht ganz abhold, denn die mächtigsten Helden der Galaxie hatten mein Rufen erhört. Als ich enthüllte, dass Miseras Schergen den Turm eingenommen hatten, sprach Bipo von Türen, Schlössern und Sicherheit. Doch ich hörte nicht zu. Aber das Schlimmste wussten wir noch nicht. Unser lieber Freund Spawny war im Turm gefangen. Spawny, Spawny. Einst hatten unsere Helden Spawny vor Miseras Ahnen gerettet, den Megabug. Doch nichts hatte sie auf das vorbereitet, was sie nun erwartete. Hört, bin schon gespannt. Also unser Freund Spawny befindet sich irgendwo oben auf meinem Turm der Verlorenen. Diese Regeln, ich habe aus Versehen A gedrückt. Seht hinter mich. Bald werden Portale hinter mir erscheinen. Sie führen zu verschiedenen Schlachtfeldern, auf denen euch unvergleichliche Kämpfe erwarten. Siegt und ihr werdet belohnt werden. Der Turm der Verlorenen ist unvorhersehbar. Nicht alle Helden, Sparks oder Items sind sofort verfügbar. Ihr müsst erst Schlachten bestehen, also Roguelite. Kaum zu schaffen. Wenn ihr es irgendwie bis zur Spitze des Turms schafft, werde ich dem Sportsteller euch persönlich belohnen. Oh, und ihr rettet Spawny vor dem sicheren Verhängnis. Wie soll euch euer Verhängnis ereilen? Im Rahmen einer entspannten, durchschnittlichen und anspruchsvollen Kundenerfahrung, wir nehmen Mittel. Haftungsausschluss. Sehr gut. Leider ist der Kauf von Teamheilung wegen einer Streitigkeit mit Rabattbot derzeit ausgeschlossen. Aber ihr könnt es euch jederzeit anders überlegen. Öffnet euer und schaut in die Kristallkugel und wählt euer Schicksal. Und solltet ihr drinnen Selfies machen, vergesst nicht, sie in den sozialen Medien mit meinem Hashtag zu versehen. Okay, da ich mir jetzt wirklich vorstellen, dass das hier Roguelite-mäßig ist. Ja, wir kaufen hier Karten. Zufälliger Heilungseffekt. Okay. Zufällige Schadenssteigerung. Das hier ist definitiv Roguelite. Warum sind die Kisten hier im Vergleich zur Hauptstory echt billig? Ich nehme mal den zufälligen Heilungseffekt einmal. Und die Schadensminderung. Ein Zeug von der Story nehme ich hier tatsächlich nicht mit.
Die Umgebung hier sieht schön aus. Besiege 4 Feinde. Kann ich den Eistypen und den Protektortypen. Ich muss die Spitze erreichen. Da kriege ich ein Goldprisma. Hat mich jetzt schon überzeugt. Also ich sehe das richtig. Ich muss einfach nur Schlachten bestehen. Und dadurch schalte ich mir dann alles frei. Ja, ich weiß, wie die Teamverwaltung funktioniert. Ich würde lieber Luigi als hier Rabbit Peach nehmen. Ach, ich darf auch wieder nur einen Spark dabei haben. Wo ist mein Luxus hin? Aber ich habe direkt den Sniperator von Anfang an. Okay, das ist was Gutes. Und ich habe auch direkt recht gute Sachen dabei. Ich nehme lieber den Aero-Shaker als den Goblet Ward. So, ich kann aber nichts aufbessern. Die sind alle wahrscheinlich wieder Level 1, ne? Da brauche ich auch gar nicht erst auf die Fähigkeiten gucken. So, dich nehme ich und werf dich weg. Es wäre schlauer gewesen, ihn auf die Bombe zu werfen. Jetzt kann ich ihn ja da auf die Bombe werfen. Und da eine Kettenexplosion sondergleichens auslösen. Ich habe leider noch nicht zügellos, ne? Heiß kann sich nicht bewegen, aber wir können einen Sniper-Kommandanten hier hinschicken. Wir haben somit einen weiteren Kumpan auf unserer Seite. So, Sicht aktiviert. Feuer frei. Oh, mein ganzer Luxus von damals ist weg. Ich hatte so schöne Sachen. Autschen. Wir müssen sie nur alle fertig machen. Der Sniper, der will sich nicht bewegen. Gut zu wissen. Aber ich gönne ihm trotzdem die Abwehr. So, dich grätschen wir und dann machen wir den hier. Schiebt man die Bombe nach hinten. So, ich schieße mal auf das Fass. Es ist nur noch einer da. So, ich habe die Verteidigung gut ausgenutzt. Münzenspurt? Ich habe 30 Sekunden, um Münzen zu sammeln. Um Gottes Willen! Hilfe! Ich habe einige Münzen gesammelt. Und ich habe Aerofix und Schleim her. Ja, ich weiß, wie man die Prismen einsetzt. Ich weiß auch direkt, wer das goldene Prisma direkt als allererstes bekommt. Nämlich unser Luigi. So, da würde ich mir nämlich gerne später den Spark-Erfrischer holen. Aber erstmal hole ich mir normale Fähigkeiten. Naja, was heißt normale Fähigkeiten, ne? Hier kriegen wir Rabbit Rosalina. Das wäre auf jeden Fall verlockend.
So. Bonbon nehmen und auf den anderen Kumpel werfen. Oh, das trifft gut. Wir haben fast die Hälfte geklärt in einer Runde. So, Konter. So, und tschüss. Die ersten Schlachten sind wahrscheinlich nicht mal halb so wild. Und wieder der Münzspurt. So, was haben wir jetzt zur Auswahl? Da ist fast nichts, außer den Prismen. Da wäre noch ein Goldprisma oben drauf. Wir nehmen das in der Mitte, weil da ein Goldprisma mit bei ist. Ich glaube, das schmeiße ich einfach alles zu einem Part zusammen, aber dafür wird der Part heute ein bisschen länger. So, einfach nur die Goombas treten, ne? So, den Sniper setze ich mal hier oben hin. Der natürlich erstmal instant nach unten geht. Da hast du ja viel gebracht, mein Kumpel. Ja, das war eine gute Aktion. So, in dein Gesicht. Hui. So, die shake ich nach unten. Und tschüss. Boom. Ah, okay, kriege ich zwei Sternentränke und den Wassershaker. Die anderen beiden Dinger waren uninteressant. Okay. Finsterzeitaugen. Das wird lustig. Ich habe übrigens Luigi schon das Geistergeschoss gegeben. Also ich hatte jetzt genügend Prismen dafür. Nein, greif doch nicht den an. Jetzt treffe ich alle Kisten. Nein, du schießt den Falschen ab. Sayonara. Komm, verreck. Ich sagte verreck. Gut. Ah, hab nen Schild. Er leider nicht. Hätte es ruhig auf den da hinten schießen können. So, den schieße ich jetzt tot. Und im Bestfall treffe ich jetzt damit alle. Ja. Mir kommt die Map hier gerade bekannt vor. Hier haben wir, glaube ich, zum ersten Mal die Goombas mit den Helmen bekämpft. Geschafft. Guck mal, bei Stufe 5, also bei der Ebene 5, haben wir nur einen Teil zur Verfügung. Oh, da kriegen wir den zweiten Sparkplatz. Das wird praktisch. Oh nee, guckt mal, da ist ein größerer von denen. Oh, überleben 5 Runden, nein! Tu dein Ding. Natürlich greifst du den an. Jo. Da sind auch direkt die Heilers. Nein. Warum wird es direkt schrecklich?
Genau, schieß den Großen kaputt. Gegen den wir nichts machen können. Wie viel Leben hast du denn? 2400. Man muss bedenken, dass wir wieder schwach sind. Wie kein Ziel in Reichweite. Der ist ja wohl eindeutig in Reichweite. Komm her. Dagegen bist du unempfindlich, was? Ist doch ein schlechter Witz. Zack. Noch einmal abschießen. Dann mache ich dich träge. Dann haue ich ab und dann lass ihn auf den Sniper losgehen. Gute Idee, abzuhauen. Ich weiß nicht mehr, wer von euch sich bewegt hatte, wenn man ihn angreift. Keiner von beiden. Ich habe bei Luigi mal die Cooldown zurückgesetzt, damit ich die beiden wegpusten kann. Doch bitte umfallen. Schade. Aua. Das ist nicht gut. Aber das Gute ist, der geht auf den Sniper los. Dadurch ist er abgelenkt. Autschen. Aua! Es ist wie immer, ne? Sobald es darum geht, ne? Dass man überleben muss, ist alles schrecklich. Weg von mir. Oh, diese zufällige HP-Heilung. Ah, zumindest ein bisschen HP. So, dich mach ich weg. Hätte sein können, dass die Heilung gut ist. Es ist einfach nur schrecklich. Ich hoffe mal, dass Luigi am Leben bleibt. Weil Rosalina ist definitiv K.O. Ich bleibe bei meiner eisernen Regel fürs nächste Mal, ne? Wenn ich überleben sehe, stelle ich auf einfach. Einfach weil Überleben schrecklich ist. Man sieht das hier gerade. Es hat halt nur einer überlebt. Überleben ist echt grauenvoll. Ohne den Sniper-Typen, der den Riesen ablenkt, wäre ich gestorben. So Leute, ich habe mir das Team ein bisschen umgestellt und Sparks schon mal verteilt. Da gehe ich ganz sicherlich nicht rein mit 8 Snipern. Da würde ich auf jeden Fall gerne reingehen.
Das bringt mir auch am allermeisten. Weil da kriege ich den Spark, der den Angriff boostet. Ich habe die Sparks übrigens so aufgeteilt, dass jeder einen Flächenangriff hat und dann noch eins, was einzeln wirkt. Also hier zum Beispiel jetzt den Aqua-Typen und den Sniper. Hier Schleimherr und Aero und hier das mit Donkey Kong und Wasserschaden drauf. Ich muss nur die Augen vernichten. So, hier nutze ich direkt mal den Aero-Shaker. Sollte hier nämlich richtig effektiv sein. Gegen wen bin ich eh unempfindlich? Mario hat übrigens mittlerweile schon zügellos und die vermehrten Schläge. So, ich spawn mal hier den Sniper, in der Hoffnung, dass er auf das Auge schießt. Er schießt zumindest da auf ein Auge. So, da ist noch so ein Schleimtyp. Ja, war klar. Ich habe die anderen beiden jetzt nur deswegen auf die Ersatzbank gepackt, weil die übelst Schaden genommen haben und ich jetzt nicht unbedingt viele Teile habe. Autschen. So, wir sind völlig zügellos. Und das nächste Auge kaputt. 7 fehlen noch. Daneben. Zumindest mit einem. Ja genau, greift die doch mehr an. Dann mache ich jetzt was ganz Verwegenes. Dem Boah, Kong. Tschüss. So, hier mache ich jetzt extra die Welle, damit die Schilde weg sind. Ach, die Schilde waren schon weg irgendwie. Na gut, habe auch alle Gegner so umgenietet. Auch in Ordnung. Ich finde es schön, wie die Raketen einfach durch alles durchgehen. Von hier aus treffe ich zumindest das Auge. So treffe ich alles. So. Finish. Jo, 4 Kämpfe ungefähr müssen wir noch. Mario brauche ich nicht unbedingt. Ja, der Elektroraser und richtig viele Münzen. Da werden die elektrische Apokalypse. Die Apokalypse, die ist richtig viel wert. Wir müssen alle Schattengänger besiegen. Okay. Da in der Aero-Shaker wird mir hier gegen die nicht viel bringen. Er lebt noch. So, tschüss. Euch wollte ich nicht abschießen. Ich habe den Eisenblick extra hart geboostet. Weil das eine der krassesten Fähigkeiten ist. Na gut, gegen die Schattengänger hätte das nichts gebracht. Die haben ungesehen, während sie laufen. Der ganze Luxus, den man im Story-Modus hatte, ne? Der ist auf einmal weg. So. Hier, Fries. Noch ein Schattengänger weg.
Ja, der eine Gumba da, der ist mir so egal. Ich muss nur einmal die Kisten da hinten abschießen. Ich mach richtig viel Damage, am besten sogar mit Peach. Sniper ist so nützlich diese Runde. Treffe ich das Fass da hinten? Ich treffe das Fass. So, die können sich alle nicht bewegen. So. Peng und Peng. Der Claudius kann sich eh nicht bewegen. Endlich machst du was Sinnvolles. So. Er macht jetzt Hüpf. Tot. Oh, ich habe nicht nur die Elektrokalypse bekommen, ich habe auch noch die Glutokalypse bekommen. Sehr schön. So, was haben wir denn hier zur Auswahl? Einmal etwas, wo ich so gut wie gar nichts für bekomme. Da auch nicht. Da kriege ich 3 Prismen. 1800 Sternteile. Na gut, das hier lohnt sich mehr. Aber ist überleben. So, ihr kennt es ja. Ich sehe überleben. Ich stelle den Schwierigkeitsgrad runter. Und natürlich habe ich mir direkt beide Apokalypsen ins Team gepackt und auch geboostet. Nein. Und nein. Jetzt wird's spritzig. Ich habe keinen Grund, da hochzugehen. Oh, das sind Portale, die ich kaputt machen darf. Du weißt nicht direkt, was ich tue. Es möge Feuer regnen. So, ich shake euch auch direkt nochmal durch. Und da. Ich finde es immer so nett, wenn ich die wegmachen kann, die Portale. Das macht alles erheblich einfacher. Zack. Kommt sie nicht an mich ran. Aber an Rosalina. Aber sie hat nun ein Schild. Dass ich die Portale kaputt machen darf, ist einfach ultra nett. Es ist ungewohnt, dass das Spiel nett zu mir ist. Ich aktiviere einfach nur die Sicht. Und kann ein Portal sogar kaputt machen. Wenn ich mit Rebel Rosalina hochgehe, kann ich wahrscheinlich auch das andere zerstören. Ja. Okay, hätte ich gewusst, dass hier zerstörbare Portale erscheinen, ne? Hätte ich den Schwierigkeitsgrad auf normal gelassen. So, Leute. Wir sind bei den letzten 2 angekommen. Ich habe mir schon angeguckt. Hier gibt es 3 Prismen. Und hier gibt es 2 Prismen plus ein bisschen Geld. Wir nehmen das mit den 3 Prismen, damit ich mehr Fähigkeiten habe. Bringt mir mehr. Den Schwierigkeitsgrad habe ich schon wieder hochgeschaltet. Jetzt
zum Geier verhält sich der Scharfschütze gerade schon wieder? Ey, den hab ich vorher mit der Raserei gelähmt. Du Volldepp. Weißt du, ich lähm den extra und er macht die Lähmung wieder weg. So, der Scharfschütze, der macht mir am meisten Sorgen. Ich verstehe nach wie vor das Bewegungsmuster der CPU nicht so wirklich, ne? Es verwirrt mich einfach immer wieder. Ach, ich muss nur da hinten hin. Ich brauche nicht mal auf das rechts achten. So, warum genau sollte ich jetzt zu dem Sniper da oben hingehen, wenn ich mir es einfacher machen kann und einfach da hinten zum Ziel renne? Ich muss ja nicht mal kämpfen. Ja, diese Portale da, die jucken mich eigentlich relativ wenig, ne? Ich mache jetzt hier den hier. Und hab dann gewonnen. Die Schlacht ist zu easy. So, Leute. Wir sind beim letzten Kampf angekommen, ne? Wir kriegen dafür einen neuen Waffenskin. Vollkommen uninteressant. Wir müssen nur das Riesenfedervieh vernichten. Okay, er hat 8000 Leben. Wir können das eventuell schaffen. Alles Bugs, die ich dabei habe, haben jetzt auch Level 5. Müssen mal kurz gucken, was hast du denn für elementare Schwächen? Ach, gar keine. Schön, dass wir das geklärt haben. So, deine Deckung mache ich mal kaputt. Hab die auch direkt vernichtet und dir blase ich auch eins um die Ohren. Und ich weiß, wie das klang. So. Bei Eisenblick habe ich maximale Anzahl an Ladungen. Also ich kann maximal oft schießen. Also ich schade finde, ich habe nie die Chance bekommen, irgendwie Rebeller freizuschalten. Oder Bowser. Und tschüss. Den Großen kann ich ja nur treffen, ne? Aber es wird ein harter Kampf. Das auf jeden Fall. Feuer frei! Nope. Nicht vergessen, das ist ein Federvieh, ne? Wir leben noch. Der ist komisch gerutscht. Bitte schieß auf den. Ja, danke. Schieß bloß nicht auf die Portale. Ich mache hier eh eine AK-Welle. So, Flammenregen. Wenn man so gut wie gar nichts wirklich trifft. Ich lasse das Blitz jetzt noch regnen. In der nächsten Runde mache ich ihn träge. So. Oh, zum Glück durfte er sich trotzdem nicht bewegen. Feuer frei!
Langsam aber sicher kriegen wir ihn kaputt. Wir so weit wie möglich weg. So, balla balla. Und verstecken. Zack. Schade, er bewegt sich nicht weit genug. Und Rosalina ist down. Ja, da hätte ich mehr Waffenreichweite bei der gebraucht. Ihre Waffenreichweite ist halt gerade so, dass sie immer in seinem Radius ist. Das ist mega unpraktisch. So, ein Portal hatte ich sicherheitshalber kaputt gemacht. Aber wie viel willst du denn noch spawnen? So, ihr kriegt jetzt erstmal einen elektrischen Regen ab. So, er hat eine Barriere, das heißt, er kriegt keinen Schaden, wenn der auf ihn draufhaut. Ja, macht eh keinen Schaden. Da ist das gerade ganz praktisch. So, nochmal ein Regen. Und direkt der nächste Regen, auch wenn es nicht viel Schaden macht. Das ist extra Schaden. So, Luigi kann ich in der Nähe stehen lassen. Weil solange er einmal ein Schild hat, kriegt er ja keinen Damage. Der perfekte Konter gegen ihn. Ball endet nie um. Nächste Runde müsste er down sein. Pfeif auf deine Portale. Er ist down. Ja, wir haben Spawny gerettet. Bestimmt. Und nicht einmal ich hätte diesen unvermuteten Triumph unserer Helden vorhersagen können. Wir haben Spawny gerettet. Das ist so schön. Spawny war überglücklich, die Helden wiederzusehen. Doch war er nicht mehr der schüchterne Rabbit. Für die, die nicht wissen, wer Spawny ist, das ist einer der wichtigsten Charaktere des ersten Mario und Rabbit Spiels. Also dank ihm ist das überhaupt erst alles passiert, was dort passierte. Weil er eine bestimmte Brille aufsetzte und dann war die Kacke am Dampfen. Spawny, den die Wunder des Universums schon immer fasziniert hatten, hatte die dramatischen Ereignisse um den Megabug hinter sich gelassen und durchstreifte die Galaxie auf der Suche nach sich selbst. Naiv? Vielleicht. Doch im Grunde seines Herzens wusste er, dass ihm seine alten Freunde im Augenblick der Gefahr beistehen würden. Und er behielt Recht. Oh. Spawny sagte den Helden, lebe wohl, und machte sich auf die Suche nach weiteren lebensbejahenden Erfahrungen, an denen er wachsen konnte. Unterdessen hatte ich eine Offenbarung. Nicht ich war es, die das Schicksal bestrafen wollte. Warum auch? Es mussten die Helden sein. Deshalb will ich sie ermutigen, immer wieder zurückzukehren, um die Grenzen ihres Mutes, ihrer Kraft und ihrer Hoffnung zu überschreiten. Und zwar ich Bostrella. Turm der Verlorenen. Also ich habe das jetzt geschafft im klassischen Modus.
Da sieht man, was ich alles freigeschaltet habe, offenbar. Ja. Dafür habe ich diesen Waffenskin bekommen. Und ich habe den Premium-Modus freigeschaltet. Den werde ich aber nicht spielen. Aber mich interessiert, behalten die die Level? Klassisch oder Premium? Okay. Einfach nur mal gucken. Vorsicht, überlegt es euch gut. Also ich habe jetzt nicht vor, in einer der Schlachten wirklich zu ziehen. Ich will nur gucken. Okay, man fängt dann auch komplett wieder von vorne an. Und wie ihr seht, habe ich jetzt zum Beispiel Rebelle anstatt Luigi und auch Mario. Also es ist komplett random, das ist auf jeden Fall jetzt so ein Roguelite-DLC. Ich habe jetzt in einem das komplett durchgezogen. Ich könnte jetzt auch nochmal den Premium-Modus durchziehen, aber das ist ja vom Prinzip einfach nur dasselbe, nochmal ein bisschen schwerer. Das muss ich jetzt nicht unbedingt machen. Damit haben wir uns das DLC auf jeden Fall angeguckt. Ich hoffe, ihr hattet Spaß damit. Wenn ja, Abo und ein Like da lassen. Und ich würde sagen, fürs Erste war es das von Rabbids, bis das nächste DLC kommt. Also bis dann und... Ciao!